Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute spiele ich mal wieder New Pokémon Snap. Falls euch dieses Video natürlich gefällt, könnt ihr gerne einen Like da lassen, mich gerne auch abonnieren und auch gerne in der Playlist vorbeischauen, wo auch schon alle anderen Videos aufgezählt sind. Und ja, einer meiner Abonnenten hat mir mal gesagt, ich soll mal ein entspannteres Video machen und deswegen werde ich jetzt einfach hier so reden. Aber naja, was heißt einer meiner Abonnenten? Es sollte eher heißen einer meiner Freunde. Und das Spiel ist sehr laut, deswegen stelle ich das Spiel kurz leiser für mich. Und ja. Ich habe eine neue Strecke freigeschaltet, während ihr nicht dabei wart. Und zwar ist das der brodelnde Vulkan. Da kann ich jetzt reinstarten. In den brodelnden Vulkan. Falls ihr New Pokémon Snap nicht kennt, wir fotografieren hier Pokémon und kriegen dafür eine Bewertung. Und da ist direkt Altaria vor mir, okay. Auch eines meiner Lieblings-Pokémon, aber in der letzten Folge, glaube ich, hat man ja. Nee, das stimmt nicht. In der Wüstenfolge hat man ja mein Lieblings-Pokémon gesehen. Oh, Luxra, hey. Genau. Da oben läuft irgendein Pokémon rum. Ich glaube, ich habe es verpasst. So, okay. Jetzt gibt es hier einmal einen Scan. Und wir können Luxras fotografieren. Und ja. Da hinten sehe ich schon ein Areopteryx. Dieses Pokémon basiert auf dem Archaeopteryx, der früher in... Oh Gott, ein Aerodactyl. Ja, genau. Leute, ich kann das nicht durchziehen, so. Das funktioniert so nicht. Oh, hallo Monagoras. Hallo, Panferno. Panpyro. Stimmt, da wäre es. Okay. Ich Leute, ich kann das nicht durchziehen. Mit diesem Ernst bleiben und so leise und gedrungen sprechen. Nee, das kann ich nicht. Okay, schlecht Hand. Ach, Mann. Sag mir bitte nicht, es gibt hier Zubat. Bitte sag mir nicht, dass es hier Zubat gibt. Okay, es gibt kein Zubat hier anscheinend. Kann ich noch ein Foto machen? Nö. Ich wüsste tatsächlich nicht, weil ich den Luna Orb hier habe. Oder Lumina Orb. Schlafendes Luxra. Auch interessant. Ist es nicht gefährlich hier zu leben? Anscheinend schon. Alter, Georox, ne? Oh, lol. Habe ich das? Ich habe einen Stein ermordet. Ich will nochmal. Oh, da war Schneckmark. Oh, Glumanda. Lol. Fucking two. Kommt mal hier rüber, bitte. Jawohl. Also ich meine, du meinst nicht wirklich mein Lieblingsstarter, aber es sah schon lustig aus, wie die da rumgeiert haben. Alter, was ist denn die für eine Dame? Ich schaffe fast vorher zu Ende, okay.
Was ist, wenn ich in euch alle drei einen Lumina Orb reinwerfe und dann... Okay. Nochmal die Ruinen fotografieren. Dazu werde ich ja immer... Oh, ich bin schon da. Hi. Wow. Okay, das ist interessant. Ich guess, das ist die erste Erkundung, Expedition im Vulkan und ich mag Lumanda nicht. Also, okay, das sind schon mal 2 Sterne. Warum bist du 3 Sterne? Okay. Ich hab 3 Sterne. What? Was macht das da so Besonderes? Okay. Aerodactyl. Monogora schreit irgendwas an. Papyro. Antikeruin. Zack. Schneckmark. Drei Sterne Lumanda. I don't know, was das da tut. Habe ich noch ein anderes 3 Sterne Lumanda? Ja, habe ich. Okay, los geht's mit der. Stimmt, Leute, es ist ja lange her. Allgemein mit Schule, das ist jetzt ganz schön stressig. Es kommt ein Video pro Tag, genau, ein Video pro Woche oder auch 2, wenn ich irgendwas Neues anfange, wie Minecraft oder sowas mit Freund oder so. Soll kein Leak sein. Ja, gut. In meinem Zimmer ist es warm. Wir haben jetzt hier gerade 32 Grad in meinem Zimmer. Und ich raste fast aus. 32, 22 meine ich. Das Ganze ist interessant. Okay. Gesteinssammler, Typ Feuer, Typ Drache. Gesteinssammler nochmal. Gehen wir zum Basiscamp zurück. Allgemein. Das Let's Play ist fast vorbei, schätze ich mal, weil das ist jetzt so der letzte Ort, an den ich glaube ich gehen kann. Ich hatte mir auch mal überlegt, ob ich abends oder so mal streamen soll, aber. Jetzt habe ich keine Zeit. Komm, wir gehen nochmal in den Vulkan rein. Aua, mein Auge. Ihr wisst es nicht, ich habe einen Heuschnupfen, also eine Pollenallergie. Und es ist echt nicht toll. Und vor allem, ich weiß nicht, mit was ich live gehen sollte. Jetzt mit dem WhatsApp eventuell. Ja. Ist der Äpfel? Ich verstehe ja auch nichts, okay. Ich kann mir vorstellen, dass es in die Richtung eine Abkürzung ist. Sind die da wieder gelandet? Ach, keine Ahnung. Aerodrix. Kann ich... Was ist, wenn ich Äpfel zuschmeiße? Warum sind eigentlich so viele Drachen im Vulkan? Das verstehe ich nicht.
Oh wow. Eventuell streame ich mal in so einem Monat. Also seid darauf gespannt. Höchstwahrscheinlich auf Twitch, wobei mein Twitch-Username echt schlimm ist, aber. Ja, Gott. Kann ich das irgendwie aufwecken? Oh, was ist da? Dieser Bernstein schon wieder, okay. Was sollte dieses gefühlte Erdbeben? Ist da irgendwas drin? Hm, anscheinend nicht, okay. Was passiert, wenn ich die wirklich runterwerfe? Check ich gerade nicht. Vielleicht spawnt ja irgendein Legendary-Pokémon oder sowas. Kann ich ja, glaube ich, so. Obwohl, nee, das macht schon irgendwie keinen Sinn. Hallo Glumandos. Sprich ich auch normal rüber? Also das hintere? Weiß ich nicht. Sprich ich rüber? Ich weiß noch was mit dem Pokémon machen soll hinten, mit dem Georock. Warum sieht der Steckbock so besorgt aus? Okay, never mind. Haben die das Georock gemobbt oder so? Ich wüsste halt nicht, wie ich das Teil gerade irgendwie aktivieren soll. Oh, ist es wach? Ich hab jetzt irgendwie gedacht, dass das Georock das Lumanna vermöbelt oder so. Oh, anscheinend nicht. Okay. Gut. Lass dir nichts machen. Fände ich cool. Wenn das Georock einfach ein kleines Lumanna vermöbelt. Oder von mir was anderes, ich hätte nichts dagegen. Ich kann mal gucken, ob ich irgendwelche besonderen Fotos gemacht habe. Von Altaria habe ich ein Einstern-Teil, was ich machen muss. Ja, und schön über das da. Und Agoras habe ich ein 3-Stern. Wie ist von Papyro angeholt? Das fliegt weg. Das kassiert ein Lumanda. Georock. Und das da kassiert. Oh. Schnäpfel. So, okay. Das war die Auswahl. Ich kann gleich mal gucken, ob irgendwie, ob ich hier irgendwie das hier bei Nacht kriege oder sowas. Das wird zwar nicht swing so gefühlt, aber. I don't know, kann ja sein. Okay. So, das hatten wir jetzt. Passiert jetzt irgendwas? Ja. Okay. Was diese Neuigkeit wohl sein wird? Werden wir jetzt rausfinden. Erst war da richtig lange. Ja, genau. Ihr wisst schon. Richtig lange Pause gemacht. Es ist warm, Leute. Lasst mich in Ruhe.
Ein neuer Teleportier, das ist schon ein großer Berg am Herzen von Bellos. Habe ich vorher Energie verkommen? Okay. Ein Wald, das werde ich jetzt auch machen. Ich würde sagen, das war's von der Folge. Falls ihr euch gefallen hat, könnt ihr gerne lassen und ciao.